Herzlich willkommen zurück, meine lieben Freunde. Ich muss mal kurz gucken, wie sieht es denn mit unseren Fraktionen aus? Wir stehen nicht mehr vor einem Krieg, das ist schon mal gut, weil es hat tatsächlich funktioniert, dass wir ihr ihren Gefallen erfüllt haben hier von Lannister. Das ist schon mal gut, aber wir stehen immer noch leider, leider bei Null und müssen wieder neu anfangen. Die Frage ist, vielleicht fangen wir diesmal mit Povis an. Holen uns das gleich mal. Wir können nur Grafschaften erobern aktuell. Weil wir noch nicht die Lust da sind. Okay. Das heißt, wir erobern erstmal Düffet. Würde ich sagen. Er sieht ein bisschen arg weiblich aus, ne? Verbündet mit dem von Korsika. Der hat sehr viele. Aber bis Korsika hier ist, sind wir schon fertig mit dem Krieg. Das heißt, wir heben die einmal hier aus. Und dann fahren die einmal schön hier rüber. Und zwar eine Gruppe. Jawohl. Gerberge ist schwanger, sehr gut. So, ihr hier hin. Und ihr hier hin. So, Korsika kommt tatsächlich. Naja gut, dann wird es ein bisschen spannender. Auch okay. Cousin wird gefangen genommen. Ja, ist doof. Passiert. So, dann holen wir uns wieder erst den Süden und dann wahrscheinlich nach und nach Mercy. Ja, wir gehen ja wieder auf Diplomatie, weil wir ja leider sehr viel vassalisieren müssen, wahrscheinlich die nächsten Folgen wieder. Es wird ja das gleiche Spiel wahrscheinlich. Und dann müssen wir gucken, dass wir hätten unseren Sohn früher umbringen müssen, ne? So, gegen Ingvar, gegen Grimma können wir kämpfen. Jawohl, die Unterstützung, wer ist Grimma? Die kann nicht kämpfen, okay. Wir können mit ihrem Gold kämpfen. Und Druckmittel? Ja, wir kämpfen mal mit ihrem Gold. Aber wir können ihn nicht einkerkern aktuell. Okay, Cousin freigelassen, Agent entfernt. Das wird schwieriger. Aber wir gehen erstmal in den Kampf gegen den Ratsverwalter von ihr. Okay, der kann aber auch nicht so gut kämpfen. Da können wir uns schon mal im ersten Kampf auszeichnen. So, wie wäre es mit etwas Dreck im Gesicht? Irgendwann müsst ihr eure Waffe fallen lassen. Ja, wir gehen direkt attackieren. Ja, wir sind jung. Wir müssen da einfach ein bisschen rangehen. Er wird völlig überrumpelt sein. Schmeckt Silberpopanz? Was? Nein. Wird völlig überrumpelt sein. Jawohl! So schnell geht's. Wir haben einen 52-Jährigen als 16-jähriger Jungspund zusammengeschlagen und verwundet. So muss das sein. Der Gerechtigkeit ist Genüge getan und wir haben ein bisschen Geld verdient. Sehr schön. Oh, wir müssen mal ganz kurz, gegebenenfalls. Ja. Unsere Armee halbieren und die Hälfte hier rüber schicken. Es ist noch nicht ganz klar, wer das Ding gewinnt. Könnte auch sein, dass sie es so schaffen, aber wir müssen ja nichts riskieren. Ja, ich glaube, wir schaffen es so. So, die sind ja auch hier. Der ist es ja auch da im Krieg mit. Der Tyrannei, okay. Das heißt, er ist erstmal mit was ganz anderem beschäftigt. Korsika, wie weit sind die? Da mein Komplett sich der Umsetzung nähert, ist eine rasche Verständigung entscheidend. Ich habe eine besonders schlaue Taube, die Wolfhelm nutzen könnte, um nötigenfalls einige Botschaften zu schicken. Ah, weiß ich jetzt nicht. Ah, 70% Wahrscheinlichkeit. Wir probieren es. Ah, hat sie weggeschickt, okay. So, wo ist Korsika? Sind die überhaupt schon los? Oder laufen die übers Land? Ich sehe sie auf jeden Fall noch nicht, das ist gut. Die Jungs marschieren natürlich alle hier hin, um da zu belagern. Und ja, dann sind wir beim alten Spiel wieder. Er ist jetzt bald 17. Frau ist schon schwanger, ist 29. Klar, die hat ein bisschen mehr Erfahrung als er.
Aber die lernt ihm das natürlich auch sehr, sehr gerne, ne? So. Wir rufen die Architekten. Können wir machen. Circa 7, naja, eher 8 Monate noch, okay. Sigurd des Dynastie ist weithin bekannt. Sind wir Dynastie überhaupt? Nee, ne? Nee, nee. Ja, Sif ist immer noch vor uns. Und Ingvar von Schweden auch. Das hat auch ein ordentliches Reich, ne? Wahrscheinlich, wenn wir Kaiser wären, dann sieht es wieder anders aus, aber bis dahin dauert es dann halt noch ein bisschen. Aber die tun sich gerade schwer bei der Belagerung. Und wir haben. Ne, Saga hat wieder einen Sohn. Hoffentlich ist er diesmal vom richtigen Vater. Aber weiß man wieder nicht, die kleine Ho. Okay, Gargamel. Sigtrygger. Ja, Sigtrygger finde ich gut. So, wo ist denn Saga? Was macht die denn gerade? Ach, die macht ihr die ganze Zeit Kinder, während ihr westfränkischer Versprochener noch nicht alt genug ist. Interessant. Okay. So, ich beschleunige mal. Wir brauchen ja. Hey, Sprache haben wir auch fast gelernt. Hier 6 Monate noch. Dann haben wir zumindest Hampshire auch da unten. Ja. Tante wurde gefangen genommen. Ja, wir haben halt viele Verwandte hier. Ne? Passiert ab und zu mal. So, wir können aber noch unsere Kultur fördern. Da sind wir schon neuirisch hier, Lothian vor allem. Hey, ja, hey. So, das heißt, da wollen wir ganz klar unsere Kultur etablieren. 6 Jahre braucht das Ganze. Ich meine, katholisch sind sie alle, ne? Und wir haben einen Sohn tatsächlich. Wir haben direkt einen Sohn, der Geier. Ne, unser Sohn heißt Paul. Steffen. Eustache. Christopher Marcus. David. Er ist nicht David, sondern er hat einen Mix. Davir heißt er. Davir ist unser Sohn. Finde ich auch gut. Ah, hier oben haben wir noch Asatru. Klar, hier muss natürlich bekehrt werden. Ganz wichtig. Cousin ist freigelassen worden, sehr gut. Wie sieht es hier aus? Die Belagerung haben wir gewonnen. Und dann gibt es hier Verstärkung. Wir haben Pilgerführer geschafft. So. Festmahl abgehalten. Ja, das ist mir 50.000 wert, dass mein Bruder stirbt. So dumm sich's anhört. Ich hätte ihn lieber am Leben, aber. Ja, Schwert, einzigartiges Schwert. Ne, wir haben ein gutes Schwert, brauchen wir nicht. Abfahrt. So, was haben wir hier Schönes? Fingerknochen. Pilgerführer. Warte mal ganz kurz. Die feinsten Hammeln und edelsten Samt. Besorge mir ein Gewand für einen König. Ja. So, und hier wollte ich jetzt mal ganz kurz schauen. Pilgerführer, Diplomatie und Frömmigkeit. Einen haben wir auch schon ausgerüstet, okay. So, da läuft es langsam. Was haben wir hier noch so? Titel, Erben, klar. Zweiter für Hampshire. Pilgerführer hat niedrige Haltbarkeit. Fahrt. Ist es der Pilgerführer oder was der andere? Der neue, okay. Agent aus Komplott entfernt. Ja, da gehen jetzt ein paar raus, aber es reicht immer noch. Den wollen genug tot sehen. So, Önundur ist da immer noch. Also der müsste ja eigentlich mit uns Homeboy sein, oder? Unser Vater hat ihm ja alles geschenkt, was er jetzt hat, quasi. Boah, der ist aber auch richtig gut geworden, ne? Sehr, sehr gute Wahl. Lorinda ist gestorben. Nicht schlimm. Wie sieht's da aus? Bonbon Appetit. So, und hier die schicke ich einmal kurz hier rüber. Und diesmal ist er tot. Jawohl, ich hatte keine Wahl, ich musste es tun. Und es ist aber auch nicht. Alle Bäcker der Gegend wurden befragt, aber man fand keinerlei Hinweise. Sehr gut.
Okay, wir haben Hampshire geerbt. Das ist gut. Wir können Geiseln austauschen, brauche ich gerade nicht. Dann wären wir unten, das ist okay. So. Da sieht das Ganze schon wieder ein bisschen besser aus. Unsere Königin ist schon wieder schwanger. Ja, da wird fleißig rumgevögelt in den Königsgemächern, während draußen der Krieg tobt. Aber klar, da muss er ja nicht mit. So, wir haben den Eugen. Und damit haben wir auch die Forderung erzwungen. Wir können unsere Armeen auflösen. Und haben unseren nächsten Teil auf dem britischen Festland diesmal. Sehr, sehr gut. So, wir können die natürlich stationieren, klar. Einmal da. Und die hier können wir stationieren. Sehr gut. Wir haben auch ordentlich Prestige. Das heißt, eigentlich können wir hier mal erhöhen. Wir erhöhen das komplett. Haben die jetzt alle voll. Sehr gut. 5 von 5. So, und die sterben einfach nicht aus, ne? Wobei es waren am Anfang 4, glaube ich. Jetzt sind es nur noch 3. Das heißt, ja, nach und nach verschwinden die dann auch. Das ist gut. Okay. So, die Frage ist, machen wir gleich weiter Krieg? Oder warten wir erstmal ein bisschen ab? Ja, wir können ihm hier, ihn habe ich eh nicht gemocht. Er hat auch nur 700 Mann und keine Verstärkung. Oh, und Jorvik holt sich hier ein bisschen was zurück. Also für die war das natürlich optimal hier, dass Demetrius gestorben ist. So, wir haben ihn. Ja, ist halt auch nicht gut. Naja, egal. Wir gehen hier wieder in den Krieg. Ich fühle mich vollendet. Ich spreche Chinesisch. Sehr, sehr geil. Warte mal, können wir noch? Wir können ja noch andere Sprachen lernen. Wir sprechen bisher Goidelisch, Englisch und Chinesisch. Wir können von ihr vielleicht Französisch lernen, ne? Vulgär, Deutsch. Deutsch. So. Und dann würde ich sagen, kümmern wir uns um den Spasti hier. Da wird auch. Ja, Sir Gerfüdürn. Pürden. So. Erobert. Die werden natürlich auch hier ausgehoben. Wir sind bekannt für unsere Hingabe an den Glauben. Das finde ich auch sehr schön. Ja, und da sind wir auch bald die Lust, dann geht das Ganze auch leichter von der Hand. So, werden halt, ja, was soll ich sagen? Werden wieder ein paar Kriege. Wir kommen nicht drum herum. Wir versuchen so viel wie möglich zu vassalisieren, aber den Rest machen wir über Kriege. Kettelmunder kommt schmunzelnd auf mich zu. Und freut sich, dass wir die Sprache lernen. Das ist vielleicht ein bisschen viel, oder? Und wir erhalten. Ah, für 15 ist okay. Sehr gut. Das heißt, wenn wir jetzt hier drauf gehen, das bringt uns Spracherwerben komplett mehr. Ja, statt den Fingerknochen, oder? So. So, die Jungs sind da und können hier gleich mal erobern. Sollte eigentlich relativ schnell gehen, denke ich. Und dann können wir auch uns. Ja, das ist halt jetzt so bitter, ne? Das sind eigentlich alles Leute, mit denen waren wir cool. Die haben wir ausgesucht, die haben sich hier ordentlich gemacht. Ich meine, auch sie sieht super aus mittlerweile. Gefestigt, neuirisch-katholisch, so wie wir das brauchen. Und jetzt ist das alles auseinandergebrochen wegen unserem schlimmen Bruder. Er war einfach noch nicht stark genug, muss man auch so sagen. Wenn wir waren 5 Jahre älter, wenn man dann natürlich als Elfjähriger auf den Thron kommt, ist das schwierig. Dann gibt man lieber auf, als wenn man in der Revolution stirbt. Verstehe ich auch ein Stück weit. Ah, aber naja, wir haben einige Waffenstillstände hier. Ne, es sind Verbündete, genau. Hier ein Waffenstillstand haben wir. Hey, ja, hey. Ja, wir begnadigen ihn mal. Komm, ist gut jetzt. Hier ist ein Krieg. Wer kämpft hier?
Verteidigen Mormer Krieg gegen Tyrannei von Brangen, okay. Wir sind hier, wir immer noch das Oberste, genau. Ich brauche hier, brauche ich das Primogenitor. Dann können wir nämlich auch so richtig schöne, viele Kinder machen. Aber aktuell ist das ein bisschen schwierig. Wie lange bauen die Onager noch? 15 Jahre. Und diesmal haben wir eine Tochter. Die kriegt so einen schönen Aslok. Ne, die kriegt so einen richtig schönen nordischen Namen. Na, auch Saga, wie meine Schwester. Ne, die ist eine Ho. Asa. Alver, Trifa. Sif. Dala. Ilva. Cecilia. Aha, ich weiß nicht. Vekpora. Sig. Signi. Ah, gefällt mir das auch nicht so. Skulls. Bora, Meer, Auder. Edla. Gurli. Ist Gurli nicht die Frau von Björn? Die ist auch irgendwie sowas, ne? Gida. Wir sehen jetzt. Sia Krima. Inga. Under. Aslok. Na, ah, ich bin. Irgendwie ist noch so keiner, der mir so richtig gehört. Ihr. Ja, Vigdis. Sollen wir sie einfach Sif nennen? Wir nennen sie Sif wie unsere Tante. Komm. Dann können wir mit der ein bisschen chillen, mit der ein bisschen cool werden. Hier. Sif Stanislavovna. Ja. Okay. So. Doibart traut sich hier gar nicht, irgendwas gegen uns zu machen. Die schauen einfach nur zu, wie quasi ihr Reich und ihre Städte zerstört und erobert werden. Aber gut, mir ist das relativ egal. Umso einfacher ist es natürlich für uns. Gut, mit 700 Männern will ich mich auch nicht mit 6000 anlegen. Das ist dann auch nochmal so ein Punkt. Ja, immerhin keine Spartaner. So. Und Bulgär-Deutsch läuft auch ziemlich gut. Brauchen wir gar nicht mal so lange. 2 Jahre. Oh, und der hat... Oha! Oha, der ist ein richtiger Mann geworden, der Ragnar. Was für ein Bart. Uiuiui, das ist mal wieder ein richtiger Wikinger. Da habe ich dann doch alles richtig gemacht. So sieht ein Wikinger aus. Am Anfang dachte ich, oh, das ist so ein Schnöselsohn. Aber jetzt ist er ein richtiger Wikinger. Er ist zum Mann geworden. Auch wenn er keusch ist. Nee, stimmt, der ist keusch und hat schon 2 Kinder mit 18. Naja, ne, vielleicht müssen auch keusche Buben sich mal ausprobieren. Kann natürlich auch sein. So, wir haben den Ratsverwalter in Gefangenschaft, das ist auch gut. Dann können wir da in die Schlacht ziehen. Und ich glaube, wir sind eher bei denen als die weg. Und wir haben mit Kausantin Bündnis geschmiedet. Okay, das ist erstmal okay für mich. So, Schlacht ging schnell. Ja, wir machen langsam. Was? Trefft mich in meinem Schlafgemach nackt? Okay. Oh, okay, das findet er nicht so cool. Ist das ein Feind? Ja, Herr von Shire. Ja, der wird das schon ertragen. Komm, das ist erste Anspannungsstufe. Entspann dich. Aktuell hast du eh nur einen Sohn, das heißt, wenn du stirbst, ist auch nicht so schlimm. So, unsere Jungs verbreiten einfach noch ein bisschen Angst und Schrecken hier. Ich glaube, sie müssten gar nicht die Schlacht gewinnen. Wir kriegen das auch über die Zeit, aber warum nicht?
Macht ja Spaß, sich in der Schlacht zu beweisen. Ich weiß gar nicht, ob uns das was bringt, wenn wir die schlagen. Die haben, glaube ich, einfach auch nur Krieg mit denen hier, ne? Ja, bringt uns gar nichts. Naja. Wir marschieren mal zurück hier. Und das ist einfach ein Ding, was über die Zeit kommt. Genau. Und sonst warten wir ab. Können natürlich dann gucken, ob wir hier Povis etc. langsam vassalisieren. Der ist im Krieg aktuell. Unabhängigkeitskrieg gegen König Konstantinos von Italien. Schon wieder schwanger, weil wir sie, ja gut, wir haben sie auch diesmal beschlafen. Ist der... Warum will der von dem unabhängig werden? So, was haben wir hier? Ein Missverständnis. Wir haben die Galgeis beleidigt, einen Höfling von uns, oder was? Ihr habt mich gerade Prachtweib genannt. Nee, ich habe genug Kinder schon. Außerdem bin ich keusch. Nein, ist ein Missverständnis. Meine Frau ist das einzige Prachtweib hier. Oh, was für ein Ausdruck. Mein Prachtweib. So, wir werden, ist die Frage, gehen wir auf Erlaucht, Diplomat. Und hier hatten wir Kriegsführung noch mit dabei, mit Prestige. Patriarch war hauptsächlich Familie, ne? Fruchtbarkeit etc. Ja, das wollen wir nicht so. Und hier haben wir Meinung unabhängiger Herrscher, plus 20. Ja, das ist vielleicht ganz gut. Wir gehen auf den Diplomat diesmal. Meinungszuwachs durch Geschenk wird verdoppelt. Hier bei 97%. Das ist auch noch eine. Ja, das geht jetzt gleich durch. Dann ist die Frage, machen wir nochmal eine kleine Action für die Folge. Nochmal einen kleinen Krieg gegen Povis vielleicht nochmal. Oder gegen Cornwall. Oder Quinnet. Wobei die waren auch eigentlich immer ganz cool, ne? Ja, das ist so schade. Ja, Toki. Ja, die kriegen wir auch vassalisiert. Okay, den lassen wir in Ruhe. Da müssen wir eher hier gegen so jemand oder gegen Provis nochmal ran. So, 99, komm schon. Gib doch auf, mein Freund. Lass es doch. Du wirst es eh nicht schaffen. Außerdem ist es jetzt ein Junger, ne? Oder war der die ganze Zeit schon jung? Ich habe nur noch gerade den Alten im Kopf. Harry ist gestorben in meinem Kerker. Na, bitte. Ja, wir kriegen aber hier jetzt auch nicht unbedingt Geld. So, dann haben wir das geschafft einmal. Forderung erzwingen. Reich vergrößert. Sehr schön. Wir lernen eh noch die Sprache. Das heißt, so lange können wir gar keinen anderen beeinflussen. So. Frage ist, machen wir eine Aktivität? Boah, ich hätte eigentlich... Oder sollen wir noch eine Jagd machen statt einem Krieg heute? Da hätte ich auch nochmal Bock. Bleidut. Ja, der kann nix, ne? Bertoldo. Kann auch nix. Okay, das Buch ist scheinbar schön. Da kann er ein bisschen was. Ja. Ist auf 45 schon. Hilft mir auch nix. Er hier wäre eigentlich ganz cool. Aber wenn der halt versucht zu bekehren, bringt mir das nichts. Ja. Da möchte ich den nicht haben. Dann wird er hingerichtet. Ich habe Chinesisch von ihm gelernt. Fertig. So. Die Frage ist wieder rigoroses Baden. Ich glaube, das ist das Beste, ne? Ja, weil wir brauchen nicht mehr Kinder. So. Er wird hingerichtet. Und Burkhardt ist da ja auch schon länger drin. So, die Frage ist. Jagd oder Krieg? Was wird der Abschluss für die heutige Folge? Nee, wir schlafen dich doch nicht. Sag mal, du bist besessen.
Geh weg von mir! Warte, ich weiß genau, was sie will. Nee. Wie süß, aber nein. So, er ist, wie gesagt, auch gerade im Krieg. Er verteidigt jetzt gegen den Befreiungskrieg. Hier können wir noch nicht ganz vassalisieren. Cornwall wird wahrscheinlich auch noch dauern. Ja, aber es wird, es wird. Können wir hier schon? Aber auch hier können wir bald was machen. Okay. Dann würde ich sagen, laden wir mal unsere Vasallen auf eine Jagd ein. Ne, dann chillen wir ein bisschen mit denen. Dann mögen die uns auch. Die Frage ist, was jagen wir? Hier oben können wir was jagen? Steht gar nicht dabei. Ein Eisbär wäre cool. So, hier haben wir Sichtung eines Hirsches. Ja, nehmen wir mal den Hirsch hier. So, wir nehmen auch einfach nur einen Kulturbotschafter mit. Einfach um sicher zu gehen. Ah, jetzt habe ich die Gäste gar nicht geguckt. Aber Vasallen sind eh immer ausgerüstet, ne? Kann es kaum erwarten. Sehr gut. So. Wann geht's los? In 6 Monaten. Euer Vorsatz haben wir eh nur. Erholung. Gästeliste, das wollte ich kurz anschauen. Ein Kreuz, bla bla bla. Die heilige Fechtnacht. Das klingt gut. Nee. Aber wir ziehen einfach weiter. So, haben wir. Ja, hier sind unsere Vasallen dabei. Okay, sehr gut. Schlucht, wir werden zu spät kommen. Ja, lieber zu spät als sterben. So, ihr seid auf Position 4. Das wurde erhöht. Och, was ist denn jetzt schon wieder? Also diesmal sterbe ich nicht. Die Einheimischen haben bestimmt was. Ach mein Gott, letztes Mal wollte ich es alleine regeln und 2%, an 2% sterbe ich. Er ist nicht mal krank geworden, sondern er ist direkt gestorben. Oh Mann. Naja, warten wir mal auf die Jagd. So, eine angenehme Unterhaltung. Ich fühle mich etwas schreitlustig. Eine Debatte mit ihm. Ja, und? Jawohl. Hat sich gelohnt. Wer wird unser Jäger? Arnie? Ja, Arnie ist auch unser Freund, ne? Ja, Arnie kann ich echt vertrauen. So, was haben wir hier? Civ 2 ist das neue Oberhaupt, okay. Weil die wird sich wahrscheinlich nicht lange halten. Vielleicht zerfällt Galizia, dann wird Schweden nur noch vor uns sein. Das wäre super. Ragnar soll es sein, wenn er unser Kind in den Armen. Was ist das? Ragnar? Unser zweiten Sohn nennen wir Ragnar? Weiß ich nicht. Iva. Roald Alfdan. Nee. Alexander. Ja, Alexander ist der richtige Name. Alexander Ragnarsson und sein Bruder heißt Davir. Genau, sehr gut. Sehr gut. Alexander der Kleine. Aktuell noch. So, stimmt, wir müssen unsere Kinder mal kurz fördern. Du wirst ein Krieger. Oder bist du auch hier? Nee, du wirst ein Krieger. Und wirst großgezogen von mir. Na klar. So, und mein anderer Sohn. Die sind alle. Der ist dann mit der Verwalter. Und wird großgezogen von dem mit den besten Werten. Der ist auf Reise. Ist er mit uns auf die Jagd gegangen oder was? Mit einem Jahr? Anja, unsere Frau hat wahrscheinlich auf Jagd geboren. Auf der Reise. Auch schwierig. Hätten wir auch sterben können in der damaligen Zeit, ne? Das ist nicht so ganz ohne. 4 Monate haben wir noch. Da kommt, das ballern wir noch durch hier. Parallelen Krieg anfangen. Nee. Jawoll! Wir sind Dynastieoberhaupt endlich. Let's go! Ein bisschen zu spät, aber ist okay. Alexander Ragnarsson wird er. Er ist kerngesund geworden. Was hat er?
Er ist schlau und wohlgestalten. Ja, damit. Alexander wird, so leid es mir tut, enterbt. Wir müssen schnell handeln. Alexander, es tut mir leid. Aber wir dürfen den Fehler nicht nochmal machen, dass unser Reich geteilt wird. Deswegen müssen wir es auch mal ausnutzen, wenn wir Dynastie überhaupt sind. So, schaffen wir uns da raus, den Hirsch, den Owen Wolf. Ja, let's go, lass den Wolf holen, Junge. Schweden auch nicht mehr ganz so groß wie früher, deswegen, der hat wahrscheinlich auch Einfluss verloren. So, Wilderer bestrafen. Ja, will ich schon sagen, oder? Ist Galizien zerbrochen? Ne, noch nicht. Aber die ist wahrscheinlich noch nicht stark genug. Okay. So, steig wieder auf die Pferde. Komm, was hockt ihr da auf dem Boden? Blumen interessieren mich nicht. Abfahrt. Wir können es eigentlich mal aufmachen. Wir sind ja schon auf Jagd. So, eine ganze Gruppe von Wölfen hockt in der Niederung nicht weit entfernt. Die Biester springen auf, als wir uns annähern. Reiten wir hinterher? Ja. Schneiden wir ihm den Weg ab? Ne, wir reiten hinterher. Wir sind Jäger. Und der Bürgermeister Sütrik beleidigt uns. Und das ist der, der immer beleidigt, ne? Der hat schon das letzte Mal beleidigt. Das ist, also auf den müssen wir aufpassen. Vertreibt den Pöbel. Ja, wir geben dem ein bisschen Geld, komm. Abfahrt. Der König hat es locker sitzen. Und haben wir ihn. Jawohl. Ich werde es abschießen. Ich werde es selbst erlegen. Wir könnten aber sterben dabei. Lass die Hunde los. Ja, wir schießen es ab. Sicher, sicher. Ein super Schuss. Dankeschön. Da kriege ich auch Applaus von Citric dann. Okay, wir haben einen Wolf erlegt. Sehr, sehr schön. Ich denke, das Fell behalten wir für uns. Hängen wir seinen Kopf so auf, dass die Gäste seine herrliche Pracht bewundern können. Ja, würde ich sagen. Sehr schön. Wir haben den Wolfsschädel. Und haben uns als Jäger versucht und erfolgreich. Versucht. Sehr gut. Jetzt geht es natürlich nach Hause. Auf der Heimreise werden wir natürlich schon mal anordnen, dass hier sehr schön ausgeschmückt wird mit einem schönen Wolfskopf. Genau, sonst ist hier. Das kommt nach da vorne in die Ecke, genau. Der Rest passt erstmal. Hier haben wir noch ein Fell, hier haben wir das Z-Tachtan. Ich würde mal gerne auf die Dynastie gehen. Ah, von Korsantin ist das, oder was? König Korsantins. So, wer sind denn seine Kier? Er ist halt leider nur noch Marmoya bei uns. So, was ist jetzt schon wieder giftig? Wir lassen Krimmel sie essen. So, war eine harmlose Pflanze, okay. Wir haben Bildungspunkte bekommen, ne? Okay. Gut, dann ich fühle mich vollendet. Wir sprechen auch noch Vulgärdeutsch. Sehr, sehr gut. Und was haben wir jetzt hier noch? Ausruhen. Keine Verzögerung. Ah, doch, wir ruhen uns mal aus. Wir haben Zeit, wir haben Zeit. Wir haben gerade eine neue Sprache gelernt. Also da muss man dem König auch mal ein bisschen Zeit geben. Wir können sogar noch eine lernen. Das ist die Frage. Ja, wir lernen vielleicht von ihm noch die Sprache, ne? Ah, ne, wir sprechen schon Englisch. Okay. Was mit ihr? Wir haben Kriegsführungspunkte erhalten, sehr gut. Und weiter geht's. Habe ich hier noch irgendeine Sprache, die wir nicht sprechen, die uns jetzt vielleicht weiterhilft? Vielleicht von ihm. Nordisch. Ja, wir sprechen kein Nordisch, das kann doch nicht sein, aber. Wir sind immer noch ein nordischer König, auch wenn wir mittlerweile Katholik sind. Ja. So, wir sind auch schon wieder zu Hause, ne? Reise ist beendet. Damit würde ich sagen, beenden wir auch erstmal die Folge. Nächste Folgen gibt es wieder Krieg. Sehr, sehr viel weiteren Krieg. Da kommen wir leider nicht drum rum. Aber gut, vielleicht können wir auch ein bisschen vassalisieren zwischendrin. In dem Sinne, Freunde, haut rein. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Und wir haben noch eine Einladung bekommen, warte. Von der Freydis. Da gehen wir natürlich auch gerne auf die Jagd. Na klar. So. Das nehmen wir noch an. Da fahren wir aber nächste Woche hin. In dem Sinne, Freunde, erst Jagd, dann wieder Krieg. Haut rein.